und herzlich willkommen in meiner Küche. Freue mich, dass du wieder dabei bist bei einem neuen Video von mir. Und zwar habe ich vor, in der nächsten Zeit so vier verschiedene Eissorten zu machen. Dazu braucht man einige Zutaten und die habe ich schon hier einmal vorbereitet. Das ist einmal Milchmädchen und zwar gesüßte Kondensmilch. Gestern habe ich den Schokoladensirup gemacht. Schon mal verfilmt, kann ich euch auch gerne von den ganzen Sorten einen Link hier oben lassen. Und heute geht es eben an den Amarena-Kirschen. Dazu gibt es natürlich auch schon ein Video mit dem Thermomix und heute mache ich mal ohne Thermomix, da ja nicht alle Leute einen Thermomix haben, werde ich das heute mal auf dem Herd machen. Habt viel Spaß bei meinem Video und hier kommen einmal die Zutaten. Ein Glas Kirschen und 40 Milliliter Amaretto-Likör und 400 Gramm Zucker. Als erstes fangen wir den Saft auf. Nun gebe ich den Zucker rein und die abgetropften Kirschen. Stelle den Herd schon mal an. Der Zucker löst sich langsam hier auf. Ich habe jetzt den Topf auf eine kleinere Herdplatte gestellt. Lass das jetzt auf 2 ganz leicht köcheln. Braucht auch nicht umzurühren, könnt einfach ab und zu mal nachschauen. Ja, aber das wären super klasse, tollere Amarena-Kirschen, ich sag's euch. So sieht das nach 2 Stunden aus. Dann kann man auch vielleicht mal zwischendurch einmal so kurz umrühren. So, wir geben jetzt 40 Milliliter Amaretto rein und ein Spritzer Zitronensaft. Und lassen das jetzt nochmal für eine Viertelstunde auf kleinster Stufe köcheln. So flüssig sollte es schon sein. Also zu fest darf es nicht, weil sonst wird es so fest, dass ihr das nicht mehr aus dem Glas bekommt. Mir bleibt nichts anderes übrig, als jetzt einmal zu probieren. Aber ich habe ja schon probiert und ich kann euch sagen, es schmeckt super, super hammer lecker. So, ich will euch das noch mal zeigen hier, wie das aussieht. Ich probiere jetzt mal eins so. Ich habe sogar eins mit einem Stein drin. Schmeckt köstlich. Also wirklich super, super klasse. Ja, dann freue ich mich schon auf den nächsten Film mit euch, den ich machen werde. Und mal schauen, ob das Eis so gut wird, wie ich mir das vorstelle. Ja, hiermit möchte ich mich verabschieden. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Rezept.